Willkommen zum Live-Trading und Markttechnik-Webinar jeden Dienstag 15 Uhr, so auch heute am 2.6.2015. Schön, dass Sie dabei sind. Hier spricht noch Berlin Admiral Markets. Mein Name ist Jens Schanowski. Gleich übernimmt der Jochen Schmidt. Ich darf Ihnen die ersten ein, zwei Minuten immer pro forma einige Dinge erzählen. Noch sehen Sie die Webseite. Wir haben gestern Geburtstag gefeiert. Das vierte Jahr in Deutschland. Weltweit gibt es Admiral Markets seit 2001 und in Deutschland genau vor 4 Jahren gestern ging es los. Wir feiern, Geschenke gehen an Sie. Wenn Sie es interessiert, Sie können es lesen. Wir haben eine tolle Aktion, DAX 30, 40 Tage lang kostenlos traden. Alle Details auf der Webseite natürlich admiralmarkets.de. So, kommen wir zum Webinar. Das darf ich Ihnen immer gleich die erste eine Minute erzählen. Titel: Live Trading und Markttechnik ist ganz klar, dazu haben Sie sich angemeldet und gleich übernimmt der beliebte Jochen, Daytrader und Moderator, ja, den Blick auf den Markt mit Ihnen. Zuvor, wenn Sie das erste Mal dabei sind, Risikohinweis: Es geht um Forex und CFDs, das sind Hebelprodukte. Alle Hebelprodukte, egal ob es Optionsscheine sind, Hebelzertifikate, Futures, was auch immer, da ist es immer gleich. Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne. Hauptgrund, Hebelprodukte zu traden, aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, lesen kompletten Warnhinweis zum Beispiel hier auf unserer Webseite einmal durch. Und Execution only, bitte nichts, was Sie gleich sehen und hören oder generell bei uns als Anlageberatung missverstehen. Wenn Sie mit echtem Geld traden, wenn Sie jede Trade-Entscheidung vollkommen selbsttätig und autark treffen. Alles, was wir erzählen, subjektiver Marktausblick, subjektive Meinungen, nicht bitte missverstehen wollen als Anlageberatung. So sieht der Jochen Schmidt aus, der übernimmt gleich. Und wenn Sie später Fragen haben, per Telefon, per E-Mail, über Facebook oder unserem YouTube-Kanal, kommen Sie auf uns zu oder schauen Sie sich um. Wir freuen uns, wenn wir helfen dürfen. Gestern hatten wir auch eine kleine Premiere. Wir haben eine neue Webinarreihe gestartet, offene Sprechstunde, und ich war extremst begeistert. Montags um 19 Uhr, gestern war Premiere. Wie viele Fragen gekommen sind und wenn Sie mal reinschauen möchten, die letzten zwei Videos sind auch auf der Startseite von Admiral Markets immer zu finden. Wenn Sie also nicht dabei waren oder es nochmal hören möchten, draufklicken und Sie können die Videoaufzeichnung gerne nochmal anschauen. Oder live dabei sein und Ihre Frage stellen. Nächsten Montag 19 Uhr neue Chance. Also nochmal vielen Dank für alle, die dabei sind. Die dabei waren so viele Fragen. Wir sind gar nicht fertig geworden. Super tolle Sache. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächsten Montag. Jetzt freue ich mich aber auf Jochen Schmidt. Dieses Webinar macht genauso viel Spaß und wir legen los. Wahrscheinlich mit, wie immer, als ersten Blick auf den DAX. Grüß dich, Jochen. Legen wir los. Du hast den Bildschirm und das Wort. Ja, hallo Jens. Erstmal Gratulation zu dem Webinar von gestern. Ich habe mir es auch angeschaut. Sehr, sehr gut. War wirklich, ist eine gute Idee. Und ich musste auch teilweise ganz aufmerksam zuhören. Hast du super gemacht. Ne, wirklich toll. Ich hoffe, ihr macht es weiter. Ist eine sehr gute Geschichte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich beginne, oder besser gesagt, ich begrüße erstmal. Ne? Hallo, liebe Traderinnen, liebe Trader. Ich eröffne hier oder begrüße Sie mit einem Short Trade im DAX, den ich vorhin eingegangen bin, in einem sehr, ja, wie will man sagen, grenzwertigen Chartverlauf. Allerdings bin ich also hier Short unterwegs, wollte einen klassischen Scalp Trade machen und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da bin ich jetzt 16 Punkte vorne und weil es ein sehr kurzfristiger Trade sein soll, nehme ich hier 2 Drittel des Gewinnes raus und Moment, muss das da nochmal hier machen und bin jetzt also schön auf der sicheren Seite, habe ein bisschen Geld verdient und wenn der Trade wirklich nach unten durchziehen sollte, umso besser. Ja, ich begrüße in einem Markt, der wirklich sehr schwer zu traden ist, meines Erachtens. Wir hatten im sonntagabendlichen Marktanalyse-Webinar ja viele Märkte angeschaut, wo ich des Öfteren hin und her gerissen war. Und interessanterweise, ja, hat sich bewahrheitet, dass die Märkte sich auch so verhalten. Also gerade wenn Sie hier den Euro-US-Dollar sehen, ich meinte ja, Short wäre hier ein ideales Szenario. Allerdings, Achtung, wir haben übergeordneten Aufwärtstrend, wo an der Stelle auch der große Trend weiterlaufen könnte. Ich war gestern Short unterwegs und auch Long unterwegs und schau mal einer an, wir haben untergeordneten ersten Aufwärtstrend im Euro-US-Dollar. Also nicht wundern, ich habe extra darauf hingewiesen, ja, immer an diesen Stellen, dass es hin und her gehen kann. Im DAX, auch kurz zurück auf diesen Markt. Moment, hier ist er. Ich gehe mal kurz aufs große Bild. Übrigens für diejenigen, die neu dabei sind. Also es geht nicht nur darum, dass ich jetzt die Märkte durchanalysiere, sondern auch suche, dass ich Setups finde,
wo wir Trades machen können. Ich möchte mich in diesem Webinar beschränken auf Märkte, die für das Scalp-Trading oder für das kurzfristige Trading geeignet sind. Das heißt, ich möchte hauptsächlich Märkte haben, die unter 2-Punkte-Spread oder 3-Punkte-Spread sind. Alles darüber macht eigentlich wenig Sinn, zumindest mit dem Handelsstil, den ich hier präsentiere. Das kurz nur am Rande. Und was den DAX angeht, war ja ebenfalls von mir diese Geschichte, als ich sagte, schaut mal hier, Abwärtstrend, ist die Korrektur vom Großen untergeordnet Aufwärtstrend schon wieder drin, ein Wechsel mehr oder weniger. So, der geht ganz, ganz tief in die Korrektur runter und könnte, wenn, also der Trend nach oben ziehen würde, steigen. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass vielleicht hier ein größerer Abwärtstrend in den Markt kommt. Also auch da war ich nicht sonderlich sicher und muss schmunzelnd beobachten, ich gehe etwas näher ran, damit Sie sehen können, wie der Markt sich auch entsprechend verhält. Nicht, weil ich das gesagt habe, sondern ist ein Erfahrungswert. Also der DAX gestern, ne, mit Lücke eröffnet, ging erstmal runter, zog dann wieder hoch. Also dieses typische Bemühen, dass hier vielleicht wirklich der Aufwärtstrend, der da, dass der wirklich fortgeführt werden könnte. Stattdessen rasieren die Kurse heute auch das Vortagestief durch, ja, und befinden sich auf dem Weg, ja, wohin? In der Hauptkampfzone, wo ständig Gegenfeuer kommt. Also man muss aufpassen, wenn man hier tradet. Man hat starke Schwankungen, auch viele Seitenphasen, ist gerade so mein Empfinden. DAX ist jetzt nicht der beste Markt, finde ich. Euro-US-Dollar ist interessanter, wenn man es nicht verpasst hat. Schauen Sie sich die Bewegungen an. Ja, also hier ist wirklich was gebacken. Und es sieht fast so aus, als ob hier der größere Trend ins Spiel kommt. Und auch an der Stelle sei bemerkt, völlig egal, ob das jetzt mit Griechenland zu tun hat oder mit dem Gipfel, mit Grexit oder sonstigen Krisen oder Wirtschaftsnachrichten auf der Welt. Wir machen hier markttechnisches Trading. Wir interessieren uns nur für eines, ob wiegt Angebot oder Nachfrage. Und die nächste Frage dann, wie kommen wir denn in den Trade rein? So. Die Gründe können uns relativ egal sein, auch wenn das für viele schwer ist zu begreifen. Aber ich handle wirklich nach dieser Prämisse. In diesem Sinn erstmal zurück an dich, Jens, falls Fragen da sind oder Wunschmärkte da sind. Und ich gucke weiter hier nach Signalen, die man traden könnte. Genau. Noch zum DAX zurück. Ein Teilnehmer fragt, wer jetzt also Short geht im DAX, spielt mit dem Feuer? Fragezeichen. Naja, eigentlich spielen sie immer mit dem Feuer. Ob sie Long oder Short gehen, ja. Kommt ja immer darauf an, wie sie ihr Risiko managen. Ich hatte gestern zum Beispiel auf Facebook einen Scalp-Trade gezeigt zur Nachricht, als gestern um 16 Uhr eine Nachricht kam, wo ich wirklich in den Markt gesprungen bin. Also so, wie ich es im Webinar mal sage, mach das bloß nicht. Der Trade ging relativ gut aus. Einige Leute haben sich ein bisschen abschätzend oder geringschätzig darüber geäußert. Und ich muss halt immer sagen, wenn das Risiko passt, können Sie eigentlich traden, wie Sie wollen. Ja? Abseits von aller Technik. Also wenn Sie ein reiner Risikokontrolleur sind, und das ist ja im Endeffekt ein Daytrader, ein Scalper erst recht, dann können Sie jede Richtung handeln. Ja? Sie müssen halt Ihre Verluste im Griff haben. Das ist die oberste Prämisse bei dem ganzen Geschäft. Und deswegen, ich sage so, wer Short geht im DAX, hat eigentlich, wenn man es genau nimmt, hier jetzt auf dem 4-Stunden-Chart, einen Trend im Rücken. Ja, ja. Das könnte schon passen, wie man hier sieht. Er hangelt sich halt durch. Vor allem, sagen wir mal, wenn diese Tiefzone hier unten wirklich angehandelt werden würde, könnte es passieren, dass wir diesen größeren Abwärtstrend bekommen. Das ist natürlich top, rein von der Bewegungslage her. Gleichzeitig, wie vorhin schon bemerkt, kann es aber auch sein, wenn die Tiefs halten, dass der Markt beginnt, den untergeordneten Aufwärtstrend wieder nach oben zu tragen. Nochmal, völlig egal, was mit Griechenland oder sonst was passiert. Wir werden ja sehen, was passiert. Aber genau, wenn ich solche Konstellationen sehe, wo es eigentlich, ja, wo beide Dinge mit nahezu gleicher Wahrscheinlichkeit denkbar sind, zumindest von meinem Wissensstand aus, hat man halt leider Gottes oft, schauen Sie mal, ja, hier diese gnadenlosen Gegenläufe. Das muss einem klar sein, da braucht man ein geübtes Auge, muss man die ganze Geschichte, die ganze Grundlage, Trendaufbau, bla bla bla, das muss alles sitzen und dann kann man da auch mit einer gewissen Vorsicht traden und wie schon gesagt, wenn das Risiko passt, was soll's? Ja, da haben sie halt einen Verlust, wenn es schief geht. Ein gescheiter Trader oder ich sag mal ein professioneller Trader, der zuckt nicht mal mit der Wimper, wenn er einen Verlust hat. Und da wird es halt professionell und dann kann man auch relativ beherzt aus verschiedenen Lagen losschießen, ja, wenn man es so salopp dann einfach sagen möchte. Okay, zurück zu dir, Jens. Ja, der nächste Wunschmarkt ist direkt Euro-Dollar, was du eben schon kurz aufhattest. Ein Teilnehmer schreibt, Euro-Dollar explodiert gerade. Ja, der explodiert wirklich. Und wie so oft haben wir das Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren, tja, die Bewegung ist wirklich am Laufen oder ist eigentlich fast schon gelaufen. Ja. Frage ist immer, wenn Sie jetzt kommen, wenn hier schon die erste Korrektur sich abzeichnet und ich jetzt long in den Markt gehe, kann es mir einfach passieren, dass ich ständig Korrekturläufe gegen mich habe,
während immer noch die zu spät gekommenen nach oben drücken. Ja. Und das ist so undankbar. Wir sind ja auch übrigens an der 1.11-Linie, halt hier ist ungefähr, sind wir kräftig darüber geschossen. Ich zeichne die mal ein, damit wir es nachher auch besser sehen können. Moment. Und idealerweise würde ich jetzt warten wollen, dass der an diese 1.11-Linie zurückkommt. Und gucken wir mal, ob wir da nicht aus der Korrektur mit nach oben gehen könnten. Wobei nochmal, frisch ist die Geschichte nicht mehr, auch wenn der noch 300 Punkte weiter rennt. Ja? Aber aus meiner Sicht, im Moment, wie der Chart aussieht, ist es grenzwertig, jetzt long hinein zu springen. Ich sage es immer wieder, viele Trader sind ja enttäuscht oder winken ab und sagen, der sagt immer das Gleiche. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, Trading ist immer das Gleiche. Und es geht nicht darum, dass sie sich beweisen, sondern es geht darum, dass sie ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bekommen. Und das ist da oben am allerschlechtesten. Ja? Zum Beispiel hier an dieser Stelle hat das Webinar begonnen. Und da war ich noch kurz geneigt zu sagen, komm, mach einen Long, was soll's. Habe aber darauf verzichtet, weil, wie schon gesagt, schauen Sie, hier weit gelaufen. Ich kann es im Voraus nie sehen, wie der Markt werden wird, muss aber in dem Moment, wenn ich das sehe, meine Entscheidung treffen. So. Und dann kann es auch passieren, dass mir was entgeht. Aber ich finde diesen Markt extrem interessant. Der rennt. Ja. Hier ist echt Bewegung drin. Ganz anders wie im DAX. Kein Moment, wenn ich mal zum DAX rübergehe. Wenn Sie sich jetzt hier diesen Kursverlauf mal anschauen, der steht still. Ja. Während hier, da ist was los. Hier geht was. Also das wäre jetzt der Markt, den ich eher favorisieren würde, um den einen oder anderen Trade zu machen. Bestes Beispiel, was man machen könnte, wenn man jetzt von der ganz ungeduldigen Natur ist, dass man sagt, okay, komm, ich mache hier eine Stop-Buy rein, für den Fall, dass der Trend, so wie er doch so kräftig ist, sich nach oben schiebt. Ja. Wir sind eingeloggt worden, ich gehe mal etwas näher ran. So. Und der sollte jetzt auch ziehen. Hier sollte der nicht bremsen, er sollte durchziehen, damit dieses ganze Szenario des starken Trendes auch aufrechterhalten wird. Und ich mache hier schon eine Hälfte raus. Sie sehen, genau an der Stelle, wie ich sagte, kommen die ersten Verkäufe in den Markt. Theoretisch müsste ich, naja, mich auch hier schon von der Restposition trennen. Also wenn der jetzt nicht gleich nach oben weiterzieht, muss ich hier gehen. Okay, sehr schön. Wenn man jetzt ultra schnell unterwegs ist und der Markt, der erlaubt es gerade, also ich hoffe, dass die Bewegungsschübe bleiben, ja, fürs Webinar, dann können wir endlich mal sehr kurzfristig und sehr schnell traden, was mir ja sehr liegt. Ich kann auch hergehen und sagen, mir völlig wurscht, ich lege das Ding auf Einstand, wenn der jetzt runterkommt, sei es drum, ja. Ich habe keinen Verlust gemacht, habe sogar einen kleinen Gewinn hier rausholen können, an einer Stelle, die grenzwertig ist. Idealerweise verläuft der Trade, also wenn er noch genügend Kraft hat, bis an dieses Hoch, dann würde ich mich trennen von der Restposition. Im Moment bin ich einfach von den Schwankungen, ich liege sehr, sehr nah am Stop, gar keine Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber nochmal, ich habe überhaupt keine Lust, an der Höhe, also in der Höhenlage, jetzt long zu gehen und den einen oder anderen harten Gegenlauf abzubekommen. Deswegen geht hier der Stop sofort auf Einstand. Ja. Perfekt, das ist natürlich gewesen, vorhin das Teil, das weiß ich jetzt, oder halt ja hier unten. Aber ich habe auch keinerlei, Anzeichen jetzt dafür gesehen, dass das so explodiert. Vom großen Bild würde es Sinn machen, nur wir wissen, es kommt ja immer, ist immer die Frage, wann geht es denn los, wie kommen wir denn rein, ja? Und somit müssen wir einfach gucken und warten. Und Sie sehen genau das, was ich meinte. So. Das Ding kommt runter, stoppt uns gleich aus. Wenn wir Glück haben, zieht er nochmal hoch. Jens, ich gebe zu dir, was Fragen da sind. Ich bin gerade völlig auf diesen Bildschirm konzentriert. Ja, wir bleiben noch kurz beim Markt. Ich kann kurz nochmal auffordern, wenn Sie das erste Mal dabei sind, die Webinare machen wir für Sie. Wenn Sie also Wunschmärkte haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten oder etwas nicht verstanden haben, was Jochen nur kurz angerissen hat, bitte Ihr Anliegen mit der Tastatur hineinschreiben. Die anderen Teilnehmer sehen es nicht. Und wir machen dann die Auswahl. Wir haben ganz, ganz viele Fragen. Alle können wir nicht vorlesen, aber wenn es für alle relevant ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar Ihre Antwort. Jawohl. Gucken wir gerne den Trade noch ein bisschen weiter zu. Ansonsten der nächste Wunschmarkt. Unsere Kunden sehen alles. Du hast da einen ganz tollen NZD-US-Dollar-Trade noch offen. Das wollen die Kunden natürlich auch gerne sehen. Deswegen, dass wir den nächsten Wunschmarkt Neuseeland-Dollar-US-Dollar haben. Ja, gerne. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin gerade ganz im Glück. Das ist der Markt, den ich liebe. Genau so. Und viele sagen dazu, ja, ist ein politischer Markt. Jetzt, wenn ich so angucke, bin ich geneigt zu sagen, okay, ist irgendwas wahrscheinlich in der Gerüchteküche mit Griechenland oder mit sonst was. Kann uns aber egal sein. Wir müssen es nicht interpretieren. Wir sehen, was passiert. Und es gibt Tage, das sind auch Erfahrungswerte, wo man oder wo ich schon erlebt habe, dass ein Markt nicht mehr aufhört zu rennen. Das sieht fast danach aus. Sie haben gesehen, als wir in die Zielzone kamen, von der ich sprach, habe ich die Hälfte abverkauft. Wir liegen jetzt 30 Pips vorne mit 5 Minis. Das ist ein sehr, sehr nettes Geld. Das muss man wirklich sagen. Also hier geht wirklich was. Gleichzeitig läuft die Restposition im DAX
ebenfalls schön in den Gewinn. Und bitte beachten Sie, das sind kleinste Positionen, die ich hier bewege. Ja? Und wenn Sie sich jetzt unten die Zahlen angucken, ja, es ist ein Demo, aber dennoch, wir haben 5 Minis im Euro, US-Dollar und einen CFD im DAX. Gut, der NZD-Trade, der ist auch ganz nett dabei, aber das muss ich sagen, macht echt Laune. So. Gut, hier ist Bewegung drin, das macht echt Spaß. Ich komme gleich zu diesem NZD-USD-Trade. Ich sehe gerade, dass ich mehr oder weniger hier was übersehen habe. Ich habe eine zu hohe Positionsgröße drin, weil wir per Buy-Stop reingegangen sind. Ja. Also ich dünne hier den Gewinn nochmal aus, auf einen Standardlot runter. Sie wissen, ich bin ein Schneller. Ich möchte, wenn ich mal 30 Pips habe, nehme ich gerne den Gewinn. Das darf ich auch. Ja. Das ist gar kein Problem. Jetzt habe ich noch einen Standardlot drin. Wir müssen halt mal gucken, wie weit der gehen kann. Hier sind wir an der neuralgischen Stelle. Die wird interessant. Achtung, ich zeichne die auch gleich mal ein per waagrechter Linie. Es würde mich nicht wundern, wenn die Kurse es schaffen, dahin zu kommen, dass es nochmal einen Ruck gibt nach oben. Noch, wie gesagt, wenn sie es schaffen. So, auf der Minute. Wie sieht's aus? Gut. Achten Sie mal bitte auch, wie der Trend gestaltet ist. Ja. Rein von den Abfolgen der Bewegungsschübe. Perfekt, ja, richtig schöner Aufwärtstrend. So, und Sie erkennen, hier oben kam der Abverkauf rein. Wenn man jetzt Pech hat in den politischen Markt, der von Nachrichten getrieben ist oder von Panik getrieben ist, kann es passieren, das Ding kommt auch komplett wieder runter. Deswegen dieses schnelle Reagieren von mir. Hier nimmt man den Gewinn. Lassen Sie sich nicht täuschen, es gibt selbstverständlich Trader, die sind auf dem Stundenchart jetzt unterwegs, von da unten schon und sind ganz entspannt. Die haben eine längere Haltedauer, aber ja doch, ich habe keine längere Haltedauer. Ich bin auf den kleinsten Trends unterwegs. Und das bedeutet, dass ich oft genug aus dem Markt rausfliege, ohne dass ich einen Gewinn vielleicht mitgenommen habe. Jeder Handelsstil hat seinen Preis und es ist der Preis, den man eben bezahlt im kurzfristigen Trading. Dafür ist man sehr, sehr nah dran, kann die Verluste aktiv managen und ab und zu hat man die schöne Situation, dass ein Markt richtig losrennt und man mit einer Position, auch wenn sie klein ist, schön mitgehen kann. Ähnlich wie hier im DAX. Das ist natürlich Bombe. Wir kommen jetzt in diesen Bereich, von dem ich meinte, wenn der angehandelt wird und die Tiefs da unten vielleicht erwischt werden, kommt nochmal richtig Bewegung rein. Auch hier ganz kurz zur Erklärung, und dann gehe ich rüber zu diesem NZD-USD-Trade. Sie sehen, wir haben einen Abwärtstrend. Das war der Trend oder die Trendgröße, die ich benutzt habe für den Trade, den ich hier oben eingegangen bin. So, der ist intakt. Das war nur die Korrektur. Und somit war die Fortsetzung wahrscheinlicher als die Umkehr. Ja. Ein Risiko bestand sehr wohl an dieser Stelle, hätte ja auch sein können, dass dieses große Trendbild reinkommt. Man weiß es vorher nie, dann wäre ich halt falsch gelegen. So liege ich jetzt richtig prima und gut und werde versuchen, auch hier den Trade so zu managen, dass der Löwenanteil des Gewinnes bei mir bleibt. Ja. Wo sind wir denn hier? Ja, also hier kommt gerade die Korrektur rein, Sie sehen es. Wenn ich jetzt sauber mitgehe über die Trendhochs des 1-Minuten-Abwärtstrends, muss das doch hier liegen bleiben. Ja, wenn wir Glück haben, oh ja, oh haha. Ja, ja, hier ist was gebacken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Klasse, dass wir das aufnehmen, Jens. Super. Schauen Sie sich das an. Ja, das ist richtig, richtig guter Handel hier. Also ich eröffne hier in die Position nochmal long hinein. 10 Pipstop standardisiert. Ja, das ist nur ein halbes Lot. Schauen wir mal. Wir haben genügend Gewinn geholt. Also wenn der durchrutscht, wir verlieren nichts mehr, nur den Verlust von 5 Minis. Der Rest, den wir verdient haben, lässt uns hier locker, sag ich mal, aufstocken. Im Wahnsinnsmarkt. So. Sie erkennen die Schwankungen. Mein Stop ist fast zu nah, ja. Für diese Volatilität, die gerade im Markt ist. Deswegen, ich nehme den Stop jetzt an das Tief dieser Kerze. Ein Tod muss ich sterben. Schauen wir mal, ob wir vielleicht Glück haben und der weiterzieht, ja. Übrigens, für alle Korrelationsfans, der Euro fällt gerade und der DAX auch. Lange Zeit war es genau umgekehrt. Also jetzt haben wir wieder den Punkt, wo es sich gedreht hat. Und hier ziehe ich natürlich ganz der Regel nach meinen Stop aufs Hoch des 1-Minuten-Abwärtstrendes. Ja, ich wäre fast geneigt, hier noch näher ranzugehen. Aber wollen wir uns selber eine Chance geben? Vielleicht zieht der runter. Ja. Bin echt gespannt. Kleiner Moment, ich gucke jetzt hier nochmal rein in unseren aufgestockten Trade. Ist jetzt aggressiv natürlich und ein bisschen grenzwertig für den einen oder anderen, wenn ich immer sage, ihr müsst vorsichtig sein und immer genau hingucken. Aber nochmal, ich komme hier aus einer Position der Stärke. Ich habe meinen Gewinn bereits geholt. Das ist der Vorteil, wenn man die schnellen Gewinne nimmt, vor allem besser im Lauf. Und jetzt habe ich Spielgeld.
Jetzt habe ich Spielgeld zur Verfügung. Die große Position macht mir keinen Verlust mehr. Die hinzugenommene nur einen kleinen. Ich bin im Gewinn, so oder so. Dann ist der Versuch allemal wert, ganz rotzig hier am Tief nochmal long reinzukaufen und sie erkennen, wie hier gekämpft wird. Ah, super. Jens, ich gebe doch mal an dich zurück, bevor ich alle totrede hier vor lauter Begeisterung. Ja, ich bin auch gerade unschlüssig, ob wir den Markt weiter beobachten sollten oder auf die weiteren Wunschmärkte gehen. Beides geht natürlich immer nicht. Klar. Ansonsten die nächsten Wunschmärkte, NZD, USD hatten wir schon. Dann wäre US-Dollar, japanische Yen auch ganz stark gewünscht. Ja, gerne. Okay, Moment. Ich könnte ja mal versuchen, den hier auszulagern, diesen Chart auszulagern. Moment, das mache ich mal. Chart freigeben. Ich ziehe den auf einen anderen Monitor rüber. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir technisch irgendwie komplett durcheinander geraten und mache hier die Charts wieder schön und gehe mal rüber zum US-Dollar japanische. So. Das ist, der ist in der Korrektur, die Schwierigkeit, wie in den Webinaren. Ich gesagt habe. Sie können immer nur wir, einen wie Monitor immer, sehen. Sie können bei uns, wenn Sie Supreme nutzen, die Erweiterung natürlich auch die Charts auslagern komplett, aber das wird im Webinar nicht übertragen. Aber Jochen kann da mit einem Auge dann möglich ja. immer noch drauf schauen. Das nur als Hintergrund. Okay, gut. Also wir haben keine technischen Probleme oder so. Ich sehe halt jetzt den Monitor auf dem, den Chart auf einem anderen Monitor. Ich arbeite sonst immer nur mit einem Monitor, finde es aber auch mal recht ätzend, ja, weil mir dann einiges entgeht. Übrigens in 8 Minuten ist die Dauereröffnung. Die kommt jetzt auch noch rein in dieses ganze Gekämpfe. Ja, das wird richtig klasse. Gut, okay. Also Euro, US oder japanisch Yen. Wie schon gesagt, wir haben eine weit gelaufene Bewegung. Ich habe die verpasst, ja. Ich wollte hier nicht mehr traden. Gestern ging der Markt nochmal kräftig hoch. Sei es drum. Und jetzt kommt eben das, was man, sage ich mal, erwarten kann. Es kommt die Korrektur. Und die Frage ist halt, wie weit wird die gehen? Wenn wir es uns auf dem Wochenchart angucken, auf einem ganz, ganz großen Bild oder noch größer, sehen wir, wir sind direkt an eine Stelle angekommen, wo ebenfalls ein deutliches Hoch im Markt zu sehen ist. Und gerne bremst erstmal der Kurs. Muss er nicht unbedingt, aber es wird gerne benutzt, um vielleicht nochmal Short zu gehen oder Gewinne zu nehmen. Deswegen kommt im Moment diese Korrektur in den Markt. Wir sehen es auf dem Tageschart. Wenn ich auf die Stunde herangehe, sehen wir genau das. Ja. Eine typische Korrektur. So. Hier gerät das Ding in Fahrt, kommt wieder in die letzte Korrekturzone des Aufwärtstrendes und könnte eventuell nach oben ziehen. Wäre ein Trade, ja, wär machbar, könnte man jetzt sagen, okay, komm, warum denn nicht? Ja, großer Aufwärtstrend ist intakt, das ist nur so ein kleiner Fehlausbruch. Klassischer Korrektur-Hickhack, der könnte man mal hochziehen. Ja, könnte man versuchen zu traden. So, ich mache das mal. Ich eröffne hier in den Markt rein, Long. Ziehe direkt unter das Tief. Also wir haben hier fast ein Trading wie zur Nachrichtenlage. Ja. Sie wissen, ich handle gerne die News, weil es sehr schnell geht. Ich liebe das. Also der schnelle Handelsstil, der liegt mir. Nur muss man hier extrem jetzt auch aufpassen. Ich darf ja nicht durcheinander kommen mit meinen Positionen, mit den offenen. Der muss ziehen oder ich muss sofort gehen. Ich gehe hier. Der zieht nicht schnell genug, deswegen habe ich die Position sofort zugemacht. Weil es nur Gebühren mit einem Lot ist okay, damit kann man leben, vor allem wenn man vorher schön verdient hat. Unser Euro-Trade, ich hole den mal rüber. Sieht man ihn, Jens? Ja, müsste man sehen, gell? Ja, alles, was du auf diesen einen Hauptmonitor ziehst, wird dann immer vom Online-Meeting übertragen. Ja. Okay, und hier sieht man, also Korrektur kommt runter, ne? So. Und jetzt ist genau das am Gehen, was viele kurzfristige Trader, so wie ich einer bin, gerne fertig macht, dass der Markt plötzlich wirklich in so eine Art Range läuft. Hier entscheidet sich, kriegen wir einen Abwärtstrend und ich denke mal, dann beginnt die Sache richtig zu rutschen, noch ein bisschen tiefer, wie ich vorhin meinte, im Bereich der 1.11. Oder nochmal, das Gehacke geht weiter und er bricht nochmal nach oben aus. Also wenn er den Weg nach oben findet, kann ich mir gut vorstellen, wir laufen nochmal an dieses Hoch heran oder zumindest in die Mitte. Ja. Ich bin geneigt, den Trade so zu halten mit den Stops, wie er gerade ist. Also das hinzugenommene Lot wird wahrscheinlich, ja. Also wenn wir Pech haben, rutscht er einfach runter, schmeißt uns raus. Aber ich würde dann nach dem Wiedereinstieg schauen in diesem Bereich. Nur ganz kurz für Sie, zum Management dieses Trades und zu den Gedanken des Wiedereinstiegs. Schauen wir mal, wie der sich verhält. Ich beobachte es mit dem rechten Auge. So, okay. Also hier im US-Dollar-Japanische bin ich sehr, sehr schnell raus. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ist echt anstrengend. Jetzt habe mehrere schnelle Märkte. Da kann man durcheinander kommen. Ja. Ich bin herausgegangen, weil der Markt nicht in dem Charakter nach oben zog, wie ich es sehen wollte. Es sieht aus, als ob er das jetzt macht. Ich pfeife aber drauf.
Ich habe eine gute Gewinnposition im DAX und im Euro-US-Dollar, die gleich ausgestoppt wird. Ich muss hier jetzt nicht noch extra reingehen. Der Versuch war es allemal wert. So. Gut, ich gehe kurz zum DAX-Trade rüber, um den mal anzuschauen. Ja, sieht gut aus. Auf dem 1-Minuten-Chart, Sie sehen, der Trend ist nach wie vor intakt hier. So. Es werden zwar Spirenzchen gemacht, der könnte auch hier jetzt drehen. Und die Frage ist immer, wie gehe ich da mit meinem Gewinn um? Wenn Sie jetzt sehr aggressiv sind, können Sie rangehen und sagen, ich lege den Stop hier auf dieses Hoch, mal 20 Euro oder sowas, die man mitnehmen könnte. Je nachdem, wie Sie geneigt sind, Ihre Haltedauer im Trading, sage ich mal, auszuüben, kann man aber auch sagen, hey komm, wir haben doch nett verdient, jetzt nicht das Optimum rausgeholt, aber geben wir ihm die Chance. Wenn der Markt so rennt oder solche Spirenzchen macht wie gerade eben, kann es gut sein, der rutscht vielleicht an die großen Tiefs heran. Wollen wir die Chance wagen? Und im Euro-US-Dollar, ganz kurz, sind wir rausgeflogen, Punkt genau an der Stelle, so, ja, ganz klassisch, macht aber nichts. Wir haben unseren Gewinn nach Hause geholt, hat alles funktioniert, auch das Aufstocken, das Pyramidieren ging halt jetzt schief. Aber es ging, sage ich mal, kalkuliert schief, wir sind nicht mehr in den Verlust gekommen. So. Ich würde abwarten wollen, dass der runterkommt bis zur 1.11, um dort zu sehen, ob er nochmal Fahrt nach oben aufnehmen könnte. Wenn er das nicht macht, lasse ich die Finger raus. Uff, jetzt aber zurück zu dir, Jens. Ich muss kurz Atem holen. Dann nutze ich doch die Chance, mal längere, allgemeinere Fragen vorzulesen. Eine kleine Frage eines Teilnehmers. Ich habe eine Frage zur Sommerpause. Erstens, was sind eigentlich die Daten für uns relevanten Sommerpausen? Zweitens, es wird häufig gesagt, dass man in der Sommerpause eher nicht traden sollte. Sehen Sie das auch so? Was sind da aus Ihrer Sicht die Gründe? Zum Beispiel unzuverlässige Signale oder geringer Umsatz? Drittens, sollte man wirklich generell nicht traden, oder gibt es bestimmte Märkte, zum Beispiel Indizes oder Forex oder Handelsstile, Ausbruchshandel, Bewegung, Trend, M1, M10 etc., die man doch traden könnte? Okay, also prinzipiell so, Sommerpause in der Hinsicht gibt es jetzt nicht. Ich bin halt gerne im Freibad im Sommer, und das unabhängig von dem, was der Markt macht. Also vormittags ist mir die Ruhe und das Wasser und die Sonne im Freibad wichtiger wie der Markt. Das heißt aber nicht, dass die Märkte nicht laufen können. Also zu Zeiten der Finanzkrise, da ist ja im Sommer was gegangen. Prinzipiell ist so, leider, also das ist meine Meinung, leider gibt es kein festes Regelwerk, wann der Markt ruhig wird und wann nicht. Wir wissen es nie im Voraus. Ich habe Zeiten erlebt, zum Beispiel mehrere Jahre an Weihnachten habe ich gesagt, ich mache gar nichts. Der Markt lief, wenn es keinen Morgen gäbe, fast schon ja, absichtlich, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt Urlaub oder so. Nee, aber prinzipiell, es ist halt so, wenn Märkte dünn werden, im Sinne von, es ist wenig Umsatz, es ist wenig Bewegung, dann habe ich zumindest für das Scalp-Trading nicht die ideale Konstellation. Da im Sommer durchaus viele, sage ich mal, Börsenhändler oder so auch in den Urlaub gehen, hat man manchmal auch ausdünnende Phasen. Nochmal, das ist aber kein Garant dafür, dass dann Grabesstille herrscht. Es kann genauso rund gehen, ohne Ende. Ja. Das muss man immer individuell, sag ich mal, abklären. Es gibt leider keine Faustregel dafür. An der Stelle auch für alle, die gerne Statistiken mögen und zum Beispiel herausgefunden haben, dass seit 30 Jahren jedes Mal montags um 14.33 Uhr der Euro nach Westen dreht, humorvoll gesagt. Ich habe das früher auch versucht, mich danach auszurichten, fand das ganz arg toll, aber ich habe bemerkt, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ja. Deswegen, es bleibt einfach nicht festgezurrt zu werden hier im Markt. Es ist jedes Mal völlig flexibel und individuell und das ist die Herausforderung im Trading, meine Meinung. Ich hoffe, ich konnte aber dennoch eine halbwegs schlüssige Antwort geben. Ich würde auch noch was ergänzen wollen. Andere traditionelle Informationen. Es gibt ja Feiertage, wo in Deutschland traditionell die Leute nicht arbeiten müssen, die meisten. Trotzdem sind die Börsen geöffnet. Meistens nichts los. Trotzdem kann es hohe Bewegungen geben. Also oftmals nicht, aber man weiß es nie. Also es gibt da wirklich nie diese fixen Regeln. Man kann sagen ungefähr oder öfter traditionell, aber jeder Tag kann anders sein an der Börse, was es auch spannend macht. So. Diesen Sekunden Daueröffnung gehen wir gerne zum Dow Jones. Jetzt habe ich sie doch verbrabbelt, ne? Okay, Aufwärtstrend, wir sehen es auf Woche, brauche ich nicht erklären. Aufwärtstrend, wir sehen es auf Tag, brauche ich nicht erklären. Auf der Stunde, Abwärtstrend. So, jetzt wird es interessant. Nochmal, wir sind hier auf dem Tageschart in einer Korrektur eines untergeordneten Aufwärtstrendes, der wiederum in den Großen laufen könnte. Wir sind an einer Stelle, wo der Trend immer noch intakt ist. Punkt genau. Also könnte sich eine Entscheidung hier anbahnen. Ich gehe mal runter auf 15 Minuten, schau mal das Gehackel hier an. Oh je, ja. Auf 5 Minuten. Also ich würde geneigt sein, hier eine Buy-Limit reinzulegen.
und möglichst hier oben einen Durchbruch mitzunehmen, wenn der hochzieht. Moment. Ich erkläre gleich, warum ich hier so denke. Ja, ich steige jetzt an einer sehr ungünstigen Stelle ein. Okay. Also muss er auch ziehen. Ich gehe ran mit dem Stop. Ansatz des Trades hier ist folgender Punkt. Ich habe also eine schöne Linie, die genau ins Auge sticht. Und der Markt könnte nach oben Luft finden. Wir wissen, es ist die Eröffnung. Es kann auch sein, der täuscht nur an und zieht dann radikal runter. Deswegen habe ich jetzt den Stop relativ schnell herangenommen und möchte jetzt gerne sehen, dass der möglichst nach oben durchdrückt. Ich weiß, das ist jetzt völlig konträr zum DAX und dergleichen. Achtung, wir sind im DAX. Hier geht es hin und her. Die warten darauf, was der Dow macht, denke ich mal. So. Wir sehen hier, genau, geht hoch, macht einen Fehlausbruch, kommt runter. Und eigentlich ist das ein Zeichen oft genug, dass man, ich muss hier die Limit rausmachen, dass man diesen Fehlausbruch, in Anführungsstrichen Fehlausbruch, jetzt versucht, von der Short-Seite anzugehen. Ich mache das gerade, allerdings die Stelle ist extrem, ich hätte fast gesagt, schlecht. Also hier gibt es auch wieder nur eines. Entweder drückt er oder wir lassen es. Ja? Egal, ob uns dadurch ein toller Trade dann entgeht. Wir müssen hier schauen, dass unser Risiko entsprechend beibehalten wird. Also nochmal, Ansatz zuerst war, dass wir hier einen Aufwärtstrend bekommen. Dann hat es ausgesehen, jetzt zieht der Markt runter. Ich habe Short reingedreht. Wenn man Pech hat, geht es hier hin und her. Ja? Darauf habe ich keine große Lust. Deswegen werde ich entscheiden, wann der Trade zu Ende ist und nicht der Markt. Möchte mal sehen, ob der es schafft. Also wenn das Level hier, wo die Maus gerade ist, wenn er das nach unten durchdrücken könnte, dann würden wir bestimmt auch Bewegung hierhin oder vielleicht sogar hierhin sehen. Ja, toll ist es nicht. Ja, Sie erkennen ja dieses Ruckartige, das gefällt mir nie. Und ist halt, Eröffnung ist wie die Nachricht. Ne? Also man kann sich ja auch zu Tode in den Markt reindrehen. Erst long, dann short, dann long, dann short. Und das ist eigentlich nicht der Stil, den ich will. Ich lasse den Trade jetzt so, wie er hier gerade ist. Nehme den Stop auf hoch. Ich muss das tun. Also ich weite jetzt ganz leicht das Risiko aus. So, weil wenn er hier wirklich nicht abprallt, also wenn der rüberkommt, gehe ich sofort. Ja, habe dann nochmal einen Verlust gemacht. Das ist wirklich nicht so berühmt. Okay. Aber auf der anderen Seite, der Tag war bisher nicht so schlecht. Ja. Dann kann man hier auch kleine Verluste oder sowas oder mehrere Verluste hintereinander durchaus verkraften. Sie sehen ja, die Linie, die ich gezeichnet habe, kommt nicht von ungefähr. Andere versuchen es gerade auch runterzugehen. Also die ganze Kursstellung gefällt mir nicht. Wenn man dann Pech hat, hat man so kurz so eine Explosionsphase in den Märkten und danach kommt Todesruhe in den Märkten. Es geht nur noch hin und her. Ja. Ich fürchte diese Phasen. Weil ich eben ein Kurzfristiger bin, sehr nah dran bin und dann unnötig, sage ich mal, oft ausgestoppt werde. Da sind dann wieder die längerfristigen Händler wirklich im Vorteil. Ja. Denen kann es relativ egal sein, ob der Markt seitwärts geht oder 3 Stunden daherdümpelt. Das ist denen wurscht. Also sie merken nochmal, jeder Stil hat seine Vor- und Nachteile. Jens, ich gebe an der Stelle zu dir. Schauen wir mal, was der Trade hier machen wird. Eine längere allgemeine Frage, weil sie so lang ist und so komplex, werde ich sie zweimal vorlesen. Okay. Hallo, lieber Herr Schmidt, ich habe eine Frage zu Widerstands- und Unterstützungslinien. Was passiert genau, wenn der Kurs immer wieder an Kursmarken abprallt, die später schon einmal durchlaufen worden sind? Ich meine nicht psychologische Marken, wie gerade oder runde Zahlen auch nicht, zum Beispiel gestaffelte Vortageshöchst- oder Tiefkurse der letzten Tage, sondern die, Ja. die optisch auch eindeutig sichtbar sind, länger zurückliegen, zum Beispiel älterer Punkt 2 oder Punkt 3, zu denen keine freie Sichtlinie mehr besteht. Die Orders, die dort liegen, müssten doch später, als der Kurs diese Linien lief, getriggert worden sein und keine Bedeutung mehr haben. Oder sind dort immer noch automatische Handelssysteme, Algo-Trader aktiv, die an diesen Kursmarken immer automatisch kaufen oder verkaufen? So, kurz Ja, also die verschnauben oder Frage soll ist ich es sehr, noch sehr wiederholen gut. oder war es klar? Das war jetzt, also ich hätte es noch ein zweites Mal vorgelesen, aber wenn es klar ist, dann nicht. Nee, ich habe Okay. rausgehört, denke ich mal, ja. Und Sie wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, manchmal verbrabbel ich mich auch und dann geht die Hauptantwort der Frage verloren. Aber Sie nehmen es mir nicht übel. Nein, nein, ich weiß genau, was denjenigen treibt. Es ist sehr fortgeschritten, was er fragt, ist auch in Ordnung so. Man muss eines oder man darf eines nicht vergessen. Die Märkte sind ja von unterschiedlicher Natur. Also Sie haben die Terminmärkte, Sie haben die Spotmärkte, Sie haben die Aktienmärkte. Nicht vergessen, Terminkontrakte haben Auslaufzeiten. Das heißt, deswegen werden die ja gerollt.
somit nach 5 Jahren einen Chart angucken und dann sagen, an dem und dem Hoch, da liegen Stops, die gedreht werden müssen, das ist grenzwertig. Bei Aktien sieht es anders aus. So. Im Forex-Markt, ja, ich sag so, also die großen Hochs und Tiefs, das haben Sie schon bemerkt, Widerstände, Stützungen werden natürlich benutzt von Marktteilnehmern, um entsprechend sich zu positionieren oder um abzuladen. Und somit kann es durchaus passieren, Sie kommen an manchen Stellen nicht rüber. Der Ausbruchstrader macht da seine paar Punkte und geht, aus gutem Grund, weil bestimmte Levels gerne benutzt werden, um, sage ich mal, in die Gegenrichtung, aus der Sie gerade kommen, sage ich mal, ja, genutzt zu werden. Ich wiederhole mich gerade. Das exakte Warum kann man sich eigentlich nur herleiten, wenn man verschiedene Faktoren zusammenfasst. Das würde jetzt im Moment etwas den Rahmen sprengen, ja, von dem Webinar, aber vielleicht zum Trost, genau wissen kann man es nie. Sie wissen nicht, wer im Markt unterwegs ist. Es wird auch keiner wollen, dass Sie das wissen. Und somit kann es einfach passieren, dass an Stellen, an denen wir denken, wow, jetzt kann es aber losgehen, dass echt gar nichts passiert oder sogar radikal das Gegenteil. Deswegen sage ich ja immer wieder, das Risiko ist wichtig, wie Sie im Markt unterwegs sind. Ja. Also, tut mir leid, dass ich die Antwort jetzt nicht so geben kann, dass ein großer Aha-Effekt kommt. Aber was ich Ihnen da jetzt in eingegrenzter Version gesagt habe, ist auch nicht falsch. Ja. Jens, zurück zu dir. Kommen wir zum nächsten Wunschmarkt, Britische Pfund, US-Dollar, GBP, US-Dollar, das Cable. Jawohl. Also ich habe hier im Dow, bin ich jetzt gut im Gewinn, ich nehme einen Teil des Gewinnes raus. Achtung, wir gehen gleich rüber zum Cable. Ich möchte nur noch kurz hier mich orientieren. Ich, alter Schlamper, habe natürlich hier jetzt vom Webinar genau die Vorbereitung für den Dow nicht gemacht, sorry. Ich will doch sehen, wo ist denn ein bedeutendes Tief, was, wenn es unterschritten wird, vielleicht richtig in Fahrt kommen könnte. Wir sehen, wir waren schon mal hier, ne? Dann ging es radikal nach oben. Jetzt haben wir hier fast so eine Art korrektiven Abwärtstrend, der ruckelig und zuckelig drückt, aber immerhin könnte er versuchen, hier runter zu kommen. Ich habe einen Teil meines Gewinnes genommen, als wir hier in diesem Bereich angelangt sind, und schauen wir einfach mal, ob der kleinere Trend hier, noch ist es noch gar keiner, ist noch eine Bewegung, hat, ob der es schafft, runter durchzuziehen. Punkt ist halt der, je weiter das Ding hier läuft, ne, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von einer Korrektur. Und diese Korrekturen im Dow, die kenne ich, die können wir mal einfach durchrutschen. Dann geben sie eben den Großteil ihres Gewinnes ab. Und aus diesem Grunde, auch wenn es den einen oder anderen entsetzen wird, ich verkaufe nochmal einen ab. Denn jetzt habe ich wirklich den Löwenanteil des Gewinnes nach Hause geholt. Gut, wir gehen zum Cable rüber. Auch an den Markt, ja, wo ich ja meinte, super gut. Trade ich auch gerne. Auf der Woche, wir hatten es im Sonntagabend-Webinar angesprochen, ne? Abwärtstrend, das ist nur eine Bewegung. Das ist nur eine Abverkaufsbewegung. Es ist noch kein Trend, aber es könnte einer entstehen, auf dem ganz großen Bild. Deswegen die Stelle hier, das meinte ich ja, die ist hochinteressant. Dann schauen wir uns mal den Markt genauer an. So, die Stelle hier, von der ich gerade eben sprach, ist hochinteressant. Schau mal einer an, eben nicht Short. Ja, ich habe ein paar Diskussionen gehabt in den letzten Tagen, auch wegen dem Markt. Jemand meinte, ja, du hast ja keine Ahnung. Habe ich gesagt, natürlich habe ich keine Ahnung. Ich kenne die Zukunft nicht, aber ich weiß, was ich tagtäglich mache. Und ich sehe einfach die Möglichkeit der Entstehung eines Aufwärtstrendes. Und je weiter dieser Abwärtstrend runterläuft, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt wirklich vielleicht beginnt zu ziehen. Und er zieht. Ob das jetzt der Aufwärtstrend wird auf groß, das weiß ich nicht. Aber ich erkenne die Stelle, an der es passiert. Und somit bin ich nicht überrascht, dass plötzlich kräftige Anstiege nach oben kommen. Wenn weiterhin Abverkäufe erfolgt wären, ja mein Gott, dann ist es halt so. Aber was ich schon den ganzen Tag hier gesehen habe, ist, wir haben einen Aufwärtstrend, der in die Korrektur geht, eine Ballkönigin macht in dem Moment. So, und jetzt nach oben durchzieht. Und ich habe es verpasst. Egal. Andere Märkte waren auch nicht schlecht heute. Aber ein sehr, sehr schöner Markt. Wir erkennen, wir haben also hier untergeordnet schon den ersten Aufwärtstrend. Wenn wir etwas drüber gehen, sehen wir, dass auch der Abwärtstrend hier, der da, ist gebrochen worden. Also der ist nicht mehr da. Das hier ist für mich im Moment nur eine Bewegung. Ja. Wir sind eigentlich immer genau in einem Trend los. Ja. Ich weiß, zur Enttäuschung von vielen. Aber nochmal, wir sind jetzt weit hoch geschossen. Auch auf der Stunde kann man es sehen. Es ist immer die Frage, wenn Sie jetzt kommen und long gehen wollen, weil Sie es verpasst haben, ist immer die Geschichte, ob es denn jetzt unbedingt wirklich notwendig sein muss, wenn doch schon die ersten Monster-Umkehrkerzen im Markt zu sehen sind. Bei dem politischen Markt zieht er gern weiter. Ja, okay. Und wenn das Risiko passt, wie schon gesagt, kann man auch hier long gehen.
Aber die einen oder anderen verstehen mich, dass ich eben eine gewisse Kür auch irgendwo fahren möchte und nicht nur die Pflicht traden, traden, traden. Ich eröffne hier einen ganz kleinen Trade. Nochmal, ich habe gerade eben gewarnt, ich bin nicht so richtig überzeugt, will aber Ihnen einfach zeigen, was eben passieren kann. Wir sehen da einen kleinen Trend, der ist schon wieder da, läuft in den größeren rein. Übergeordnet sind wir trendlos, kann sein, die Sache geht jetzt hier hin und her. Oder wenn wir Glück haben, zieht der bis zum nächsten Hoch. Ist jetzt der Ansatz dieses Trades. Ich habe die Hälfte der sonstigen Positionsgröße oder nur einen Bruchteil hier genommen. Wenn es schief geht, nochmal, wir verlieren zwar Geld, aber wir sind so schön im Gewinn vorne. Da kann uns heute nichts mehr passieren. Dennoch muss ich den Trade managen. Natürlich kann ich nicht aus Euphorie sagen, oh, wir haben so tolle Gewinne gemacht, ist völlig egal, wie der läuft. Wenn ich dann trade, muss ich es richtig machen. Kleiner Moment, ich muss die Zeichnung mal hier löschen. Gehe etwas näher ran. So, Sie sehen, mein Stop liegt genau an der Stelle, wo ich gleich erwischt werde. Ich bin schon zu spät. Das ist, wenn man viel reden muss. So, Kurs kommt runter. Natürlich müsste man jetzt sofort wieder einsteigen. Genau an der Stelle. Aber, wie ich bereits sagte, schaut mal, weit gelaufen, ja? Ist ja schon weit gelaufen. Natürlich kann der weiter gehen. Nur wenn Sie Pech haben und jetzt immer an diesen Stellen wieder in den Markt einsteigen, dann kann es passieren, dass Sie einfach in einer Phase anbelangen, wo die Korrektur beginnt. Und Sie haben ständige Failtrades, weil Sie nach oben kaufen. Und irgendwann sind Sie völlig entnervt. Ja? Deswegen, ich habe den Eindruck, wir sind hier zu spät. Auch wenn der nochmal nach oben ziehen sollte. Und mein Gut, man kann ja einen kleinen Trick machen, dass man eben sagt, weißt du was, ich traue der Geschichte nicht. Aber ich möchte gern dabei sein. Also nehme ich ganz kleine Positionen, lege den Stop etwas weiter weg, bis sonst schauen wir doch mal, was draus wird. Das habe ich jetzt gerade getan. Dann ist unser Gefühl befriedigt, doch dabei zu sein, wenn der Markt hochrennt. Aber nochmal, wir sind hier weit, weit in der Bewegung. Zurück zu dir, Jens. Der nächste Mundspann wäre AUDUSD. Okay. Ja, Moment. Auf der Woche, wir sehen das Teil, wir sind in schweren Innenstäben, auch hier auf dem Monatschart schon. Ja, also das hier klassisches Gehacke. Man kann dazwischendrin auch ein bisschen Geld verdienen. Wir sehen Abwärtstrend von dem Takt, ist in einer Korrektur, stellt sich breiter auf. Wir haben eine Abfolge von höheren Hochs. Also untergeordnet haben wir wohl einen Aufwärtstrend gehabt. Ja, das war der da. Und der ist jetzt ja eigentlich immer noch intakt, der kleine. Es sei denn, das Teil rutscht hier runter. Und ich glaube, ich muss näher ran, damit Sie das besser sehen können. Ich meine, das Teil hier, ein Aufwärtstrend, geht tief in die Korrektur, kann natürlich auch nur eine Seitenphase sein, ja, dass der einfach so weitergeht. Aber nochmal, es ist, wenn Sie mal solche Trendbrüche drin haben oder Gegensignale drin haben, passiert es gerne, dass an der Zone, wo Sie eigentlich jetzt Short gehen wollen, um dem Trend zu folgen, dass plötzlich Gegenkäufe in den Markt kommen. Also, Abwärtstrend intakt, untergeordnet kein Ablösesignal meines Erachtens. Markt steigt an, ist also eine Art Korrekturphase in einem sehr unsauberen, sag ich mal, Verhältnis. Ja, so. Und wenn wir jetzt näher rangehen auf dem 4-Stunden-Chart, sehen wir, der untergeordnete Abwärtstrend ist gebrochen durch eine einzige Bewegung. Ich komme an das Korrekturhoch des letzten Abwärtstrendes. Ich habe noch keinen Trend vorliegen. Brauche ich hier ehrlich gesagt nicht viel machen, vor allem wenn das Ding schon gelaufen ist. Ja. Also AUD USD wirklich ist im Moment jetzt echt nicht mein Favorit. Ich würde mich lieber an den Markt halten oder an die Märkte, die gut in Bewegung sind. Und zum Beispiel hier der Dow beginnt mit einer Korrektur auf dem 1-Minuten-Chart, wo sich jetzt wirklich entscheidet. Ja. Schafft er das Level nach oben, denke ich mal, werden wir einen Großteil des Gewinnes abgeben. Wenn er hier runterkommt, dann kriegen wir Bewegung in den Markt. Denke ich mir mal so. Und Sie sehen, ja, jetzt zieht die Sache hoch. Hier ist nochmal ein Level und hier ist das Level, auf das ich jetzt gehe, dass nochmal Verkäufe in den Markt kommen. Kommen die nicht rein, muss ich entweder mich ausstoppen lassen, lasse aber den Großteil des Gewinnes im Markt liegen. Eben nicht. Ich habe Teilgewinne genommen. Erinnern Sie sich? Das ist immer die große Diskussion. Ja, einer der Teilgewinne nimmt, macht sich den Trade kaputt. Eben nicht. Ich lasse mir durch die Korrekturen, die vielleicht den Trendwechsel herbeiführen, nicht mehr den Gewinn abnehmen. Deswegen mache ich Teilgewinne. Und jetzt haben wir natürlich, sage ich mal, die komfortable Situation, in Ruhe zuschauen zu können, ob der durchzieht oder eben nicht. Viel passieren kann uns nicht mehr. Man kann auch hergehen und sagen, weißt du was, wenn ich schon auf dem Minutenchart unterwegs bin, über dieses Hoch darf der doch eh nicht rüber, dann kann ich auch den Stop daran legen. Jetzt greife ich vor, ja. Wir haben ja noch kein richtig Abwärtstrendsignal hier drin. Im Gegenteil,
Wenn das hier so weitergeht, zieht er vielleicht nach oben. Aber das macht nichts. Wir gehen mit einem super Gewinn aus diesem Markt raus. Wenn wir Glück haben, rutscht er nochmal durch das große Tief. Das wäre natürlich perfekt, vor allem jetzt fürs Webinar. Jens, zurück zu dir. Eine allgemeine Frage zum Thema DAX. Ich habe im Internet bei einem anderen Trader gesehen, er ging beim DAX Short bei 11.407 und Stop-Abstand 7 Punkte. Ist das mit einem Stop-Abstand von 7 Punkten nicht zu gering? Ist der nicht viel zu klein? Sorry wegen der Frage, aber ich bin neu im Geschäft. Was ist deine Meinung dazu? Ja, nee, die Frage ist doch super. Sie brauchen sich nicht entschuldigen für Ihre Fragen. Das sind klassische Fragen und ich beantworte ja die Fragen gerne, auch wenn ich manchmal immer das Gleiche erzähle und denke, die Leute sind gelangweilt oder so. Nein, es ist ja so, natürlich gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Wenn Sie ein sehr versierter Trader sind und ich glaube, ich weiß, von wem er spricht, dann nochmal, Sie bestimmen, Ihr Risiko steht selber. Man weiß zwar, dass der DAX oder sehr hochwertige Indizes, und das ist ein hochwertiger Indizes, dass sie das sogenannte Marktrauschen haben. Also sprich die Abarbeitung einfach von den ganzen Orderflüssen, die da laufen, die jetzt nicht großartig in Bewegungsschübe münden. Und dieses Schwanken oder dieses Rauschen schmeißt einem gerne raus, wenn man den Stop zu eng hat. Punkt ist aber der, dass ein Trader, der längere Zeit sein Geschäft mit Erfolg betreibt und, sag ich mal, in den Märkten sehr, sehr nah mit dem Stop liegt, eins begriffen hat. Er definiert das Risiko und zwar jedes Mal abhängig von der Stelle, wie er in den Markt geht. Also, bestes Beispiel, wenn ich radikal aus Korrekturen komme, wie hier oben, dann habe ich einen Stop von 5 Punkte. Das ist mir völlig egal. Ja? Der muss einfach runter. Und wenn der einen 7-Punkte-Stop gehabt hat und das Ding aufgeht, hat er alles richtig gemacht. In dem Moment, wenn er allerdings natürlich, sag ich mal, jetzt hier unten short gehen würde, dann wäre das völliger Blödsinn. Ja, dann erwischt es ihn. Ja, so. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber nochmal, die unterschiedlichen Stop-Abstände verleiten einem dazu, als privater Trader, als Anfänger zu sagen, oh ja, das mache ich jetzt genau wie der auch. Ja, dann verliere ich immer schön wenig, aber wenn ich reinkomme, habe ich einen Riesengewinn. Das passt eine gewisse Zeit und dann passt es eben nicht mehr. Und derjenige, sag ich mal, der jetzt mit den 7 Punkten gearbeitet hat, hat in dem Moment vielleicht einen Stop von 15 Punkte. Ja. Also das Schwierige beim Trading ist, es ist extrem flexibel. Und sich daraus eine Regel oder ein Regelwerk zu erarbeiten, was auch diese Flexibilität beinhaltet, ist ja eigentlich die Kunst. Und das geht eben einher durch viel Denken, viel Hirnen und durch das Lernen der verschiedenen Begrifflichkeiten oder Techniken, die es gibt. Und auch andere Webinare anzugucken, nicht nur die von Jochen Schmidt. Es gibt auch andere Trader, die ganz gut unterwegs sind im Markt. Ne? Okay, zurück zu dir, Jens. Während du erläutert hast, hat ein anderer Teilnehmer gefragt, hat das Marktrauschen im DAX nicht erheblich zugenommen in letzter Zeit? Und gibt es eine Ausdünnung des Orderbuchs? Also ich sag mal so, der DAX gefällt mir besser wie der Dow. Ich bin eh der Meinung, dass seit langer Zeit die Kurse nicht mehr das sind, was sie mal früher waren. Viele Investmentbanken haben sich ja zurückgezogen aus diesem Geschäft. Deutsche Bank, Commerzbank, sind sie ja alle ganz arg glücklich in der Werbung, dass sie kein Investmentbanking mehr machen mit Eigenhandel und so. Das ist Volumen, was fehlt. Das Rauschen im DAX natürlich hat zugenommen, aufgrund der Wertigkeit allein schon. Ja. Und übrigens, wenn wir gerade am DAX sind, hochinteressant, wir kommen an eine Stelle jetzt ran, an der ich definitiv hier einen Teil meines Gewinnes nehmen würde, wenn ich noch mehrere Kontrakte offen hätte. Ich beginne jetzt radikal und aggressiv ranzugehen. Ja. Nochmal zur Vergegenwärtigung. Hier ist ein Tiefbereich, was von vielen Leuten gerne benutzt wird, nach oben zu kaufen. Wenn wir Glück haben, rutscht der wirklich durch. Also hier unter diesem Tiefbereich. Ne? Moment, ich zeichne sie Ihnen ein. Hier. Also wenn er es schafft zu rutschen, würde ich nochmal einen kurzen Schub sehen. Wir sind hier, ich weiß gar nicht, wie viel sind wir denn vorne? Ja, mit fast 100 Punkten. So schlecht ist das nicht. Dann kann man auch mal hergehen und sagen, die Gewinne nehmen. Genau das mache ich jetzt. Also ich gehe ran. Der Markt schwankt und mich gleich rausschmeißen. Ist mir völlig egal. Wenn wir Glück haben, rutscht er nochmal ganz kurz. Ansonsten, ja, wir haben 100 Punkte nach Hause geholt. Was will man mehr? Wirklich. Ich bin sehr zufrieden mit dem Trade. Und wie schon gesagt, das klassische 1, 2, 3 am Tief oder am Hoch passiert selten. Deswegen für Scalp-Trader, die jetzt so einen geilen Trade mitnehmen haben können, ist das definitiv eine Zielzone, sich zu verabschieden. Perfekter Trade. Also von oben mit nach unten gegangen. Besser geht's gar nicht. Ich habe die Teilgewinne genommen, aus gutem Grund. Ich bin hier sehr, sehr zufrieden. Und es finden sich natürlich zig Leute, die sagen, das war ganz arg schlecht. Hätte man viel besser machen können.
weiß ich, ist mir aber egal. War mein Trade und habe ich nach Hause geholt. Okay, ich gehe rüber zum Dow, um auch da die Position zu kontrollieren. Wir sind direkt an dieser Tiefzone, von der ich gesprochen habe. Mein Stop liegt an der richtigen Stelle, wenn ich hier auf dem 1-Minuten-Chart mitgehe. Ich habe ja noch zwei Kontrakte im Spiel. Eigentlich wäre ich geneigt, wenn der Kurs jetzt nicht gleich beginnt, nach unten zu gehen, nochmal einen abzustoßen. Der Moment, auch hier, ja, 60 Punkte im Dow, so schlecht nicht. Ich nehme einen raus, habe also, statt jetzt den Trading Stop ranzunehmen, habe ich einfach den Gewinn genommen, wie wenn ich herausfliegen würde. So, und jetzt schauen wir doch mal, wenn wir Glück haben, ob der einfach runterzieht oder nicht. So. Also das ist die beste Situation, die Sie als Trader haben können. Das sogenannte Free Lunch oder Free Ride nennt man es auch. Sie sind im Gewinn, Ihnen kann nichts mehr passieren. Und dann ist halt immer die Frage, wie gehen Sie mit Ihrem Gewinn um? Und es gibt da heftige, kontroverse Diskussionen darüber, weil ich eben diese Teilgewinnmitnahmen mache. Und viele Leute finden das ganz schrecklich. Und ich muss sagen, für mich funktioniert es einfach prima. Jeder muss sich da sein Bild selber machen. Zurück zu dir, Jens. Wie siehst du die Chancen beim US-Dollar-japanischen Yen aktuell? Ist es für einen Einstieg nicht jetzt schon zu spät? Wäre daher eventuell Euro-Yen besser, da noch nicht so gelaufen? Fragt ein Teilnehmer. Vielleicht können wir mal beide Märkte, US-Dollar-Yen und Euro-Yen, beides anschauen. Genau, machen wir. Ich muss den Euro-Yen muss ich kurz laden. Ist es so, ich möchte keine Anlageberatung machen. Also nur, wenn Sie genau zugehört haben, für mich ist es allemal zu spät, in diesen Markt einzusteigen. Ja. Er ist gelaufen. Er ist in einem Widerstandsbereich, wo nach meiner Regel ich die Finger rauslasse. Und andere Trader mögen da super gute, tolle Punkte machen. Das sei denen auch gegönnt. Aber meine Regel besagt, dass ich in einem solchen Markt, zumindest langfristig, echt nichts verloren habe. Ich muss kurz mal schauen. Ah ja, da ist er. So. Ui, ui, ui. Wow. So, gucken wir es uns an. Aufs ganz große Bild. Wir sind immer noch im Abwärtstrend hier drin, beziehungsweise im gebrochenen Aufwärtstrend, was hier hochläuft, zumindest auf dieser Trendgröße. Das ist nur eine Bewegung auf der Woche. Ja, wir haben einen Aufwärtstrend, sehr schön, klasse. Hat sich auch durch ein Widerstandslevel gekämpft auf dem Tageschart. Wir sind weit in der Bewegung. Ich würde hier definitiv nicht einsteigen für längerfristige Geschichten. Würde ich auf keinen Fall machen. Und wenn der so durch die Decke geht, entweder Ihre Regel oder Ihre Gier. Ja, ich entscheide mich für die Regel, die ich habe. So, also hier definitiv nicht. Ich würde sogar Probleme haben, im kurzfristigen Bereich jetzt noch großartig einzusteigen. Warum? Sie sehen es genau hier. Sie sehen es, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau darum. Ja. Sind wir da oben rein, haben es verpasst. Oh Gott, musst du noch weitergehen und zack, geht's gegen dich. Nein, nein, das ist unprofessionell, wenn man da handelt. Nochmal, auch wenn der Markt weiter rennt, völlig egal. Es geht um das Regelwerk. Also hier, gut, hier läuft eine Korrektur gerade. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Ist aber immer noch ein Abwärtstrend untergeordnet. Ich habe noch keinerlei Anzeichen, dass der drehen könnte. Vor allem, wenn der Markt sich so entlädt, habe ich festgestellt in den Forex-Märkten, nicht immer, aber manchmal, dass echt danach gar nichts mehr kommt. Ja, es geht hin und her und hin und her. Ich zeige Ihnen auch kurz, was ich meine im Euro-US-Dollar. Beispiel hier, ne, auf Minutenchart. Ist etwas schöner gestaltet, aber geht hin und her, hin und her. Kann auch wieder hochziehen. Aber wie Sie sehen, die Luft ist raus. Der kann natürlich jetzt zügig weiter steigen, schön, für jeden, der auf 10 Minuten tradet, klasse. Für mich war diese Phase hier, die war top. Und da verdiene ich eben mein Geld. Manchmal geht der Markt schneller, manchmal langsamer, aber genauso wie dieser Markt ist, bin ich eigentlich schon satt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich hätte genug verdient in diesem Webinar, dass ich hier gar nicht mehr groß rummachen würde. Jens, ich gebe zu dir zurück. Dann eine allgemeine Frage, die auch immer wieder kommt und gerne beantworten wir es immer wieder. Nutzt Herr Schmidt gelegentlich auch Indikatoren? MACD, Bollinger Band, Ishimoku, Heiken Ashi? Nein, keinen einzigen von den genannten. Und zwar nicht, weil die jetzt nichts taugen würden oder so, sondern ich brauche die einfach nicht. Auch nicht wiederum aus Arroganz nach dem Motto, oh, die anderen brauchen Indikatoren, ich kann es ohne. Sondern mir geht es einfach darum, ich habe meine Markttechnik und den Trendaufbau. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und somit stellt sich für mich die Frage, wofür einen Indikator oder einen Indikator einsetzen, wo ich doch mit bloßem Auge sehen kann, was der mir anzeigt. Ja. Ich weiß, dass viele Leute, die ganz am Anfang ihres Tradings stehen oder die sehr mathematisch orientiert sind, ist das was ganz schwer zu fassendes. Klar, Moment, ich nehme den Stop leicht zurück an der Stelle. Ich erkläre auch gleich, warum. Für mich ist einfach so, ein Indikator macht doch nichts anderes wie das, was doch ein Trader, der keinen Indikator hat, erfolgreich macht. Deswegen macht der Indikator nichts anderes. Er wird von jemandem programmiert, damit der Computer das doch machen soll,
was der Mensch ohne den Computer bisher gemacht hat. Also, wenn ich einen Indikator nehme und keine Ahnung habe, wofür der eigentlich da ist, dann ist es ungefähr so, wie wenn ich eine Brücke bauen will, aber Berufsmusiker bin und ein Diplom-Ingenieur, der Brückenbauer ist, mir die Formel gegeben hat und sagt, das ist kein Problem für dich, baue eine Brücke. Ne? Oh, jetzt hast du die Formel. Und sie werden die Brücke nicht bauen können als Musiker. Ich weiß, es ist ein doofer Vergleich, aber mir geht es einfach darum, der Indikator soll eine Hilfestellung sein. Ich brauche keine Hilfestellung hier. Höchstens, wenn ich ab und zu den, wie heißt der, SAR-Parabolik oder so benutze ich manchmal, wenn ich nicht weiß, wohin mit dem Stop. Und Sie sehen, war gut, dass ich hier unten abverkauft habe. Ja. Habe den Stop noch leicht zurückgenommen, war gerade in der Erklärflut, hier hätte ich manuell gehen müssen, das wollte ich, habe es aber echt verpasst. Weil an der Stelle muss der Trend nochmal fortgeführt werden und wenn er das nicht macht, wird er gebrochen und somit ist für mich Zeit zu gehen. Dennoch auch hier, klasse, guter Trade, der meiste Gewinn nach Hause geholt und all die, die jetzt sagen, Gewinne laufen lassen, Freunde, da geht er weg, ja, da geht er dahin, ich hab ihn. Entschuldigung, Jens, ich gehe zurück an dich. Eine weitere allgemeine Frage. Hallo Herr Schmidt, Sie sagten mal jetzt häufiger, dass die Eröffnungslinie sehr wichtig ist. Bezieht sich das auch auf den Forex-Markt? Und wenn ja, welche Eröffnung ist dann von Bedeutung? Soweit mir bekannt ist, kommen um 9 Uhr die Engländer in den Markt und von dort geht sehr viel Volumen aus, weil in London ja die großen Jungs sitzen. Wäre es dann sinnvoll, 9 Uhr als Eröffnung im Forex anzusehen oder Mitternacht? Nachts wird ja im Forex normalerweise kein so großes Volumen gehandelt. Das kommt auch erst mit London rein. Wie wird das vom Großteil der Marktteilnehmer gehandhabt? Wie ist deine Meinung dazu? Ja. Nee, Kompliment zu der Frage. Die Frage hat mich lange, lange Zeit beschäftigt. Zeigt ja auch, dass sich jemand sehr intensiv mit der Geschichte befasst. Also prinzipiell ist so, ich habe irgendwann so eine Faustregel einfach für mich ausgebildet, dass ich gesagt habe, ich handle das, was ich sehe. Also, denn der Witz ist ja, durch die Zeitverschiebung, durch, sag ich mal, den nicht börsenregulierten Interbankenmarkt und durch die unterschiedlichen Handelsplattformen, hat jeder Forex-Trader auf der Welt ein anderes Bild. Es ist jetzt erschreckend für viele. Deswegen die Tageseröffnungslinie, wenn Sie der Meinung sind, dass ab 9 Uhr oder 8 Uhr Londoner Zeit, oder vielleicht sogar 7 Uhr Londoner Zeit, ich weiß nicht, wenn da die Eröffnung sein soll, dann legen Sie Ihre Tageseröffnungslinie genau an die Stelle. Sie werden schon sehen, ob Bewegung aufkommt oder nicht. Ja. Aber das ist eine berühmte Frage, weil die Forex-Märkte 24 Stunden geöffnet haben. Einmal um den ganzen Globus rum. Und die Frage ist ja wirklich, wann eröffnen die denn und wann schließen die denn jetzt? Und vor allem, wie wird es beim Broker angezeigt per Tageskerze in der Schlusskurs? Und das sind die Geschichten, vielleicht kann der Jens dazu auch noch was sagen, aber ich habe einfach bemerkt, es ist bei jedem Broker unterschiedlich. Das ist wirklich der Witz. Und deswegen Tageseröffnungslinie an die Stelle bei dem Broker, wo ich gerade handle, hat mir am besten geholfen, statt rumzudoktern. Mag jetzt nicht die top-professionelle Antwort sein mit der ultimativen Lösung, aber so habe ich mir beholfen bei der ganzen Geschichte. Jens, ich gebe zu dir. Ja, Forex-Markt ist keine Referenzbörse, das noch als Ergänzung. Also es gibt also nicht Xetra oder New York Jockey Chains, was als Referenz gilt. Der Forex-Handel ist das, was halt am Interbankenmarkt die großen Player alle zusammen spiegeln, ohne einen Referenzmarkt zu haben. Alles wird mehr oder weniger sich um die gleichen Punkte und die gleichen Kurse drehen, aber winzige Abweichungen kann es immer geben. Das ist einfach der Forex-Markt. Wir kommen gleich schon zum Ende, es ist 15.59 Uhr. Eine Frage gibt es noch zum Abschluss. Ich habe es oft mit der Markttechnik probiert, schreibt ein Teilnehmer. Geld drucken, in Anführungszeichen, in Trendmärkten mit Pyramidisieren und oder aber in Seitwärtsmärkten habe ich alle Gewinne wieder abgegeben. Wie handhabst du das? Hast du eine Tagesverlustbegrenzung? Ja, klar. Also die Handhabung, ich sag mal so, danke an denjenigen, dass er so offen und ehrlich drüber schreibt. Das ist schon mal ein Zeichen, dass er sich mental auf dem richtigen Weg befindet. Es geht allen Tradern fast so, übrigens nicht nur denen, die die Markttechnik benutzen, dass die im Trendlauf viel Geld verdienen. Was glauben Sie, wie viele Privatleute gerade, die vor 5 Jahren Aktien gekauft haben, sich fühlen wie die Könige? Aber irgendwann wird auch der schönste Aufwasch dran vorbei sein, dann wird das große Wehklagen beginnen und die haben von Markttechnik keine Ahnung. Also sprich, die Lösung liegt wie immer an uns selber. Und ich habe halt irgendwann begonnen, Techniken zu entwickeln, um in der Range zu handeln. Ja. Ich war so fanatisch darauf, dass ich also zu jeder Zeit im Markt traden können müsse, dass ich mir Techniken für ein Range Trading angewöhnt habe, wo ich dann eben nicht mehr die Gewinne abgegeben habe von vorher. Nur mit der Zeit habe ich bemerkt, ich möchte auch mein Geld nicht hart verdienen, sondern einfach. Also suche ich mir den Markt, der im Trend ist.
Und damit bin ich von mir aus ein Feigling, ein Weichei oder vielleicht auch kein Hosenträger tragender, zigarrenrauchender, super duper Daytrader, der der linke Arm schon einen Haltungsschaden hat, weil die Rolex-Uhr so schwer ist. Sondern ich habe mir einfach gesagt, ja, dann warte ich auf den Trendmarkt. Und damit mache ich das meiste Geld. Und wie Sie heute gesehen haben, da macht man Geld. Wenn der Trend schön ist und vor allem für einen Kurzfristiger, wenn der Markt noch richtig flutscht, dann ist die Zeit gekommen, dann kann man richtig gut mitmachen. Und wenn die Zeit kommt, wo der Markt in die Seite geht, ja, dann brauchen Sie doch gar nicht dabei sein. Also diese Entspanntheit, ja, nicht ständig vorm Rechner sitzen zu müssen, das ist kein Geschwätz von irgendwelchen Buddhisten, die den ganzen Tag Om sagen, sondern das ist wirklich von professionellen Tradern einer der Haupttipps, die man nur geben kann, dass sie nicht jeden Tag traden müssen. Nur ist es extrem schwer als Anfänger, sag ich mal, sich zurückzuhalten. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Aus heutiger Sicht habe ich früher getradet, um Gottes Willen, oh je, das kann man kein Mensch sagen, habe aber eben genau diese Erfahrung machen müssen, dass weniger oftmals mehr ist. Ja. Also das kann ich nur demjenigen zuwinken. Weniger ist mehr. Versuchen Sie, den Trend zu kriegen. Lassen Sie die Finger aus der Seite. Ein kleines Beispiel noch. Ich weiß, wir sind über der Zeit, Jens, aber ich sage es immer wieder. Na, Freunde, schaut mal. Ist der Goldmarkt. Welcher Held ist hier drin? Und wenn hier einer drin ist und all seine Kohle verliert, ich sage es jetzt echt hart, ist er selber schuld. Das ist Bockmist hier. Wenn Sie hier drin traden und denken, Sie müssen traden können, ja, der große Goldhändler oder was, ich sage das immer etwas zynisch, ich meine es nicht böse, dann sind Sie selber schuld. Wenn doch die schönsten Trendläufe in anderen Märkten nur so flutschen, ja, das ist Ihre Aufgabe als Trader, die zu finden und da dann möglichst viel rauszuholen. Oft hole ich zu wenig raus. Aber da ich kein Berufshändler bin, der irgendwelchen anderen Leuten Performance-Nachweise bringen muss, ist es mir so wie Kopfweg gesprungen. Ich habe meine Kohle verdient, ich mache mich vom Acker und am Ende des Monats lasse ich mir die Beträge auszahlen. Das ist meine Arbeit. In diesem Sinn zurück zum Jens. Vielen Dank für heute. Nächster Webinar. Wir sind ja schon fast Webinar-Anbieter. Morgen 8.30 Uhr. Guten Morgen, DAX. Ja, ich glaube, diese Woche mache ich 4 Webinare selber mit. Gott sei Dank heute nur Co-Moderation, dann machst du die Hauptarbeit. Vielen, vielen Dank. Also morgen, wenn Sie möchten, 8.30 Uhr, guten Morgen, DAX mit Datewetter Dirk Wojcicki auf den neuen Handelstag vorbörslich vor Xetra Start schon vorbereiten. Immer wieder gefragt, deswegen sage ich es immer mal wieder auch, ja, wir zeichnen fast alle Webinare auch dieses. Und mit wenigen Stunden Verzögerung ist es dann auf YouTube, in unserem YouTube-Kanal zu finden. Müssen sich die ganzen Adressen nicht merken. Wenn Sie auf admiralmarkets.de gehen, das bitte allein nicht merken, admiralmarkets.de, da haben Sie dann direkt die Verlinkung unten rechts zu unserem YouTube-Kanal oder auch zu Facebook oder wohin auch immer. Und natürlich finden Sie auf admiralmarkets.de auch die Geburtstagsaktion. Feiern Sie mit uns. Gestern war ja Geburtstag. Wir feiern den ganzen Juni und Juli. Wenn Sie DAX-Trader sind, werden Sie da bestimmt ein tolles Angebot finden. Vielen, vielen Dank und Grüße an alle und Grüße an Jochen. Jochen hören wir, glaube ich, nächste Woche genau wieder. Ja. 15 Uhr. Vielen, vielen Dank. Auf bald. Jawohl. Jens, herzlichen Dank an dich für die Co-Moderation. Wirklich sind so viele Fragen da. Wahnsinn. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank an Sie. Ich kriege viel Lob. Jawohl. Ich hoffe, dass ich nicht nur Lob bekomme, weil wir jetzt gute Gewinne gemacht haben, sondern es geht um die Erklärungen und ich sehe, dass manche Leute das sehr schätzen. Manchmal erzähle ich vielleicht ein bisschen zu viel, dass es den einen oder anderen überfordert, ist aber nie gemeint. Sie erkennen einfach, die Märkte machen, was sie wollen. Gucken Sie sich das an im DAX. Ich habe den Gewinn nach Hause geholt. Ich weiß warum. Ich sage es immer wieder dazu. Es ist auch wichtig, dass Sie sehen, wo Sie sich befinden, dass die Grundlagen innerhalb der Markttechnik sitzen. Dafür wird es ein Seminar Ende des Jahres geben mit mir und Michael Vogt gemeinsam. Also ich kann es heute sagen, der Vertrag wird demnächst unterschrieben. Es wird ein Seminar geben, aber einige Leute haben nachgefragt nach Schulungen, nach Coachings. Und vielleicht kann ich da Ihren Wünschen entgegenkommen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. In diesem Sinn, herzlichen Dank, viel Erfolg noch diese Woche. Und ja, nicht vergessen, wenn ich mich alles täuscht, Freitag Non-Farm Payrolls. Müssen Sie aufpassen. Also, tschüss, ciao.